Hallo allerseits und herzlich willkommen auf meinem Schreibblog. Ich bin Victoria und, ganz, ganz großes Geständnis, ich bin Autorin. Ich schreibe aktuell an meinem ersten großen Roman, es ist eine Fantasy-Saga und sie heißt Engendro. Ja, ich weiß, es ist ziemlich riskant, gleich als Anfänger mit einer ganzen Saga anzufangen, aber naja, das hat die Geschichte entschieden, nicht ich. Jedenfalls, im Laufe des Schreibprozesses habe ich immer wieder mir verschiedene Hilfsmittel gesucht, habe versucht, mich zu verbessern und bin immer wieder auf YouTube gelandet und habe mir dort die Ratschläge von anderen Autoren und Autorenkollegen mit angehört. Und irgendwann kam mir die Idee, Mensch, das sind alles englischsprachige Kanäle. Warum mache ich nicht einfach mal einen deutschsprachigen Kanal? Ich selber schreibe schon seit der Grundschule, glaube ich, also seit vielen, vielen Jahren. Also ich habe schon ein bisschen was an Schreiberfahrung, aber man kann sich ja immer weiterentwickeln. Also dachte ich mir, ich erstelle einfach einen eigenen YouTube-Kanal rund um das Thema Schreiben für deutsche Autoren. Große, große, tolle, noch nie dagewesene Idee, ich weiß. Sinn und Zweck dieses Kanals wird es folglich sein, sich rund um das Thema Bücher zu beschäftigen. Also, ich möchte meinen eigenen Schreibprozess und natürlich auch den Veröffentlichungsprozess ein bisschen dokumentieren. Und ich dachte mir, ich rede einfach allgemein über Bücher. Bücher, die mir gut gefallen haben, Bücher, die aktuell diskutiert werden. Und eventuell werde ich auch ein paar Reviews bezüglich Buchverfilmungen geben, weil ich ein sehr, sehr großer Filmfan bin. Leider wissen wir alle, dass nicht immer Verfilmungen so gut sind wie die Bücher. Deswegen finde ich es aber umso spannender, Vergleiche zu ziehen. Im Endeffekt weiß ich nicht, wohin das Ganze führt. Ich dachte, das wäre ein ganz interessantes kleines Nebenprojekt, neben den ganzen anderen Kram, den ich so tagtäglich tue. Und mal schauen, wohin uns das Ganze führt. Vorausgesetzt natürlich, ich habe die Disziplin und die Muse, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen, weil ich schreibe aktuell auch an meiner Masterarbeit und da muss ich meine Schreibzeit sehr genau einteilen, weil ich kann nicht so gut mit zwei so unterschiedlichen Sachen klarkommen. Ich habe nämlich auf der einen Seite das wissenschaftliche Schreiben und dann meine Romane, das ist völlig unterschiedlich und könnte ein bisschen kompliziert werden, aber ich kriege das schon hin. Das war es auch eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und dass das für einige vielleicht interessant wird. Man weiß ja nie. Bye, bye!